Begrüßung machen. Was geht ab und herzlich willkommen. Hi. Kannst du bitte die Begrüßung machen, Leute, kann ich nicht. Hat doch geklappt. Nein. Doch. Sag cringe. Hi, was geht ab? Eigentlich. Hi. Also ich kann heute keine Begrüßung machen, wir sind jetzt einfach da, okay? Gut geklappt. Also. Eure Probleme, also ihr habt, Komplexe habt. Ihr habt richtige Probleme im Leben, weil ihr Psychos seid. Und wir helfen euch aus diesem Psychoterror raus. Aus nicht jedem. Territorium. Das wollen wir ja. Territorium. Antilope. 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 Gynäkologe. Antilope. Gynäkologe, weißt du was? Gynäkologe. Gynäkologe. Antilope. Also, ihr habt Probleme. Ihr sagt, Marci, kann er sich ändern? Alter, ich fühle mich gerade wie ein Spaß. Ich fühle mich gerade wie du. Ja, ich merk's. Weil wir so erfahren sind und schon so alte Seelen, die so Ahnung vom Leben haben, werden wir euch heute die Tipps des Lebens geben. Und euch aus der Patsche helfen. Da habe ich gesagt, okay, schreibt mir in dieses Kästchen hier bei Insta rein, er hat das und das gemacht oder er ist so und so. Und dann werde ich sagen, kann er sich ändern oder nicht. Und ja, ich was auch. Ich sag, hallo, was, ich was auch. Wir sagen, das stimmt nur zu 100%. Er hat mich in unserer Beziehung immer geschlagen. Kann er sich ändern? Nein. Wenn ihr kriege ich jetzt kein Geld von YouTube. Wenn ihr in einer Beziehung geschlagen werdet, dann schlag zurück. Das ist ja nur. Was? Das ist ernst. Jetzt mal allgemein auf Menschen bezogen. Ich glaube, dass Menschen sich ändern können. Aber in dem Fall nicht. Wenn jemand dieses Level erreicht hat, okay, von Schlagen, dann... Alter, direkt weg, Alter. Warum? Ja, ich weiß. Was geht? Er ist ein Fuckboy, aber wenn er eine Freundin hat, ist er mega troll. Also ich glaube, wenn Menschen Single sind, ich kenne da so jemanden, wenn er Single ist, hat er gut und gerne Spaß, im kontaktfreudigen Zustand mit Frauen zu stehen. Ja. Wenn er aber in einer Beziehung ist, dann ist er mega troll. Und es ist so. Und kann das ist auch nicht, also finde ich auch nicht schlimm eigentlich. Mhm. Der muss sich auch gar nicht ändern eigentlich. Weil wenn er Single ist, dann ist er Single. Das kann nervig werden am Anfang. Für wen jetzt? Für das Mädchen. Weil wenn die noch nicht zusammen sind. Ach so. Er verschiebt ständig unsere Treffen, aber meint, ja, er will mich unbedingt sehen. Wenn der immer abfegt. Was? Wenn er immer absagt. Finde ich es komisch. Also es gibt ja auch Menschen, die können nicht Nein sagen und denen fällt es schwer, einen Korb zu verteilen. Und dann machen die immer so, ja, okay, dann lass uns halt treffen und dann sagen die immer kurz davor ab. Einen auf den immer langsamer distanzieren und so. Ich glaube, so ist es nicht. Hä? Wieso macht man sowas? Dann sag doch einfach, du hast Bock oder keinen Bock. Ja. Das ist so eine Zeitverschwendung. Dann oder hat er halt echt keine Zeit? Warum gehen wir eigentlich immer davon aus, dass die lügen alle? Ja, okay, aber wenn der immer sagt, der will was machen und der sagt immer ab. Starker Raucher. Starker Raucher kann sich ändern. Aber wenn nicht, dann habe ich... Also... Okay. Ein Typ hat mich früher ausgenutzt, aber hat sich anscheinend geändert nach 2 Jahren. Das heißt ausgenutzt? Ah, nee. Ein Typ hat mich früher ausgenutzt, aber will jetzt eine zweite Chance haben, da er sich anscheinend geändert hat. Soll das beweisen? Hä, wie? Oder? Ja, weiß es noch nicht. Ja, guck mal, stell dir vor, du hast ein Mädchen kennengelernt, okay? Ja. Und die nutzt dich aus. In welchem Sinne? Die nutzt es aus, dass du Gefühle für sie hast und flexst dich die ganze Zeit. Genau. Und dann merkst du, dass sie dich ausnutzt. Merkst du dann sagst du, okay, nee, kein Bock mehr. Dann sagt sie, okay, sie hat sich geändert. Gib mir eine zweite Chance. Was würdest du machen? Kommt vor, ob man selber also Gefühl für die hat. Ja, wenn ich Gefühl für ich würde es safe ausprobieren. Okay, wenn jemand fremd geht. Tschüss, Junge. Direkt. Ja. Also. Alter, wie ehrenlos muss man sein. Ich glaube, dass die Menschen es bereuen können. Aber. Da ist vorbei, weil in dem, also wenn man fremd geht, ist es in dem Moment eine Entscheidung und kein Fehler. Weil in dem Moment entscheiden sie sich dazu. Und da finde ich, ist besoffen sein auch keine Ausrede. Ja. Weil das wohl viele sagen, ja, der war besoffen und so. Aber ich glaube, dass viele Menschen das bereuen und dass sie sich nach der Beziehung dann ändern und es nie wieder machen. Nicht immer, würde ich jetzt nicht unbedingt also sagen. Nein, nicht immer kann man wenn es einmal passiert, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie es nochmal machen. Ja. Wenn man einmal die Grenze überschritten hat, dann hat man sowieso schon gemacht. Vor allem, wenn Menschen verzeihen, dann ist es okay, mit der konnte ich es einmal machen, mit der kann ich es auch nochmal machen. Ja, aber das kommt jetzt auf die Person an. Ja, aber ich glaube allgemein, dass Menschen sich ändern können und es, wenn man die es wirklich bereuen, dass sie sagen, okay, jetzt mache ich nie wieder. Ja, ich würde trotzdem Schluss machen. Ich auch. Also weil wenn man das mit mir macht, dann ist es vorbei. Ich würde, glaube ich, ohne irgendwas zu sagen, alles löschen, alles blockieren und weil das Schlimmste ist, ignoriert zu werden. Und er gibt so jemandem keine zweite Chance. Also ich würde so jemandem keine zweite Chance geben. Kontakt abbrechen. Ja. Weil man muss jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit an die Person denken müssen. Ja. Aber so viele geben jemandem, der fremdgegangen ist, eine zweite Chance.
Ja, ich weiß. Aber nur, weil sie verzweifelt sind manchmal. Also sie denken, sie können ohne die Person nicht. Ja, eben. Aber die Person hat die einfach nicht verdient, wenn die fremd gehen, Alter. Die haben sich in dem Moment für eine andere Person entschieden. Ja. Stell dir mal, du liebst eine Person und dann sagt sie zu dir, es tut mir so leid, und die heult die ganze Zeit und sagt, ich mach das wirklich nie wieder, ich schwöre auf alles, ich mach das nie wieder. Aber allein, dass sie dich in so eine Situation bringt, dich da entscheiden zu müssen. Schon ehrenlos. Ja. Er kann nur über Gefühle oder generell tiefgründige Sachen reden. By the way, he is my boyfriend. Also entweder er ist einfach kein Mensch, der so tiefgründig redet und über Gefühle und so. Das gibt's. So Menschen gibt's. Tiefgründig reden. Ich hab wirklich gar nicht gemeint. Brunnen. Oh Gott. Entweder ist er einfach nicht der Mensch und wenn es vielleicht nicht der Mensch ist und du so jemand bist, der extrem, keine Ahnung, über Gefühle reden muss oder so tiefgründig und so. Es kann sein, dass man einfach manchmal nicht zusammenpasst, auch wenn man davon ausgeht. Wenn man nicht reden kann, dann ist sowieso ganz komisch. Ja, und vielleicht harmoniert er einfach nicht genug, um dass er über... Ja, aber guck mal, tiefgründig also reden macht voll Spaß, was ist mit ihm? Ja, das klingt voll böse, aber vielleicht harmoniert ihn nicht. Also vielleicht passt es einfach nicht, dass er vielleicht, keine Ahnung, sich nicht öffnen kann so. Ja, oder er hat einfach keinen Bock, tiefgründig zu reden. Oder er weicht aus. Um was geht's denn? Sie will mit ihrem Freund über tiefgründige Sachen reden, ja, und was über ist Gefühle tiefgründig? Und so. Weil wenn er jetzt Leben, nicht über Aliens Tod, reden will, dann ist okay, aber... wenn sie über ihre Beziehung reden will. Aliens sind cool. Wenn sie jetzt über ihre Beziehung tiefgründig reden will. Ja, er will. Dann, und dann ausweicht, dann ist was komisch. Er will nicht über Gefühle reden. Über die Gefühle mit ihr? Ja, über seine Gefühle. Ich find's richtig scheiße, wenn man mit jemandem nicht ernst reden kann und so. Vielleicht deep. Traut er sich aber nicht. Deep. Deswegen musst du ihn dingsen. Fronten. Ja. Oh, trinkt viel Alkohol und verbietet mir viel. Sobald es mit Einschränken anfängt, ist bei mir Husch, vorbei. Junge. Alter, da krieg ich so einen Hals. Husch. Was kotzt mich Husch. So an? Sobald es um Clubverbieten geht, männliche Freunde haben geht oder weibliche Freunde, allgemein Freunde treffen geht, sobald man sagt, zieh das nicht an, du musst für andere nicht gut aussehen, ist bei mir vorbei. Du musst dich ändern. Bei sowas ist direkt vorbei. Das macht mich richtig sauer. Luciano. Dann passt er einfach nicht. Oder er ist einfach nur... Sobald es um Einschränken geht, direkt vorbei. Entweder du sagst ihm, ich werde... Alter. Man ändert sich doch für keinen Typen. Ich sag doch nicht wegen dem Typen, ich gehe nicht mehr in den Club, ich gehe nicht mehr mit meinen Freunden raus oder treffe mich mit meinen Kumpels so. Kann ich plötzlich sagen, nee, ich hab so, weißt du, was ich meine? Ja, geht gar nicht. Was würdest du sagen, du hattest eine Freundin und die hat einen besten Freund? Würdest du sagen, treff dich nie wieder mit dem? Nee. Du darfst nichts mit dem machen? Nee, finde ich falsch. Der ist auch falsch. Sowas kotzt mich richtig an. Eifersüchtig finde ich gut. Er ist sehr eifersüchtig, kann er sich ändern? Ja, eifersüchtige Menschen können sich ändern. Ich finde eifersüchtig nicht unbedingt schlecht manchmal. Nee, gesunde Eifersucht, aber es gibt Grenzen. Es gibt kranke Eifersucht. Gesunde Eifersucht ist okay. Ja. Kranke Eifersucht ist, wenn man es... Also ein bisschen Eifersucht zeigt ja auch, dass man sich einfach um die Person, dass man halt so, dass sie einem wichtig ist. Ja. So ein bisschen Eifersucht. Aber voll oft ist es auch so, dass es nicht so... dieses Nicht-Gönnen-Eifersucht ist. Nicht dieses... Alter, raff dich. Das ist so dieses Ich-Gönn-Ich. Dein Auto ist zu klein. Okay, er geht in Urlaub. Okay, ey, genieß deine Zeit, mach was. Sei einfach entspannt, keine Ahnung. Komm dann wieder zurück irgendwann. Wär gut. Ey, nee, ich finde es scheiße, geh nicht in Urlaub. Alleine noch weniger. Ja. Und dann noch, das war krankhaft und dazwischen ist, okay, ich finde es schade, wenn du gehst, aber genieß. Ja, aber das ist ja nicht eifersüchtig. Das ist einfach ist echt so, das ist nicht eifersüchtig, das ist was anderes. Nächstes, bitte. Ah, okay. Nein, bitte. Krankhaft, Eifersucht. Er trifft sich mit einer guten Freundin, geht Bilder machen mit der, okay? Nein! Ich bin die einzige Frau in deinem Leben, die du je noch sehen darfst. Krankheit, Eifersüchtig, okay? Kontaktabbruch direkt. Hä? Jetzt andere Sache. Nein, das ist nicht. Eifersüchtig ist, tut nicht Kontakt abbrechen, oder? Doch, treffe dich nie wieder mit der. Ich bin die Einzige, ich will nicht, dass du dich noch mit dir triffst. Oder. Stopp. Oder Drohung. Dann Drohung. Oder wenn du dich mit ihr triffst, dann bin ich weg. Ja. Und normale Eifersucht ist, okay, er geht Bilder machen mit der und dann sag ich. Okay, und aber eigentlich denke ich so, okay, ich wäre eigentlich auch voll gerne dabei und eigentlich will ich mit dem da sein. Aber man sagt halt so, ja, also man weiß, dass der einem, also Dings.
Dann kannst du bitte weitermachen. Ich wusste, das ist schon wieder so weit. Warum sind wir so schlecht? Rafft euch. Ja, man kann sich ändern. Hör auf jetzt. Können wir jetzt aufhören, bitte? Also nächstes Stell Mal. Einfach keine Person über dich. Sobald du eine Person über dich stellst und jemand anderes über dich stellst. Was ist, wenn jemand über dich gestellt wird? Von der anderen Person? Ja. Ab wann gibt es eine Grenze? Wenn jemand zu mir sagt, die ist viel besser als du, dann macht es eh keinen Sinn. Hä? Ja, wenn er sie über mich stellt. Hä? Sinn. Weißt du, was ich meine? Stell niemand über dich, dann kannst du nicht einfach... Nein! So meine ich das sogar. Ah, oh, was ist denn jetzt? Er sagt, er will die Beziehung nicht mehr, aber er kommt immer wieder zurück und sagt, es tut ihm leid. So, das ist ein Fuckboy wahrscheinlich. Jetzt einfach mal schätzen. Ja, er will sie voll warm halten, glaube ich. Was? Er will sie warm halten. Der will zwischendurch immer andere. Und denkt, okay, jemand anderes ist besser, der probiert dann aus und dann merkt, ja, okay, er wieder, dann merkt er wieder, okay, die sind scheiße, ich will wieder zu der zurück und dann tut es ihm leid. Und dann ist er wieder bei, kommt er wieder bei der angekrochen. Ja, das macht er aber bestimmt bei mehr direkt gleichzeitig. Ich glaube auch nicht, dass der, was soll das, Alter? Sowas kotzt mich an. Wenn er sich nicht entscheiden soll, dann soll er sich verpissen, weil in der Zeit tut er dich kränken. Weil immer dieses Hin und Her und dann versucht sie sich wahrscheinlich gerade. Tut er dir gut oder nicht? Wenn nicht, dann verpisst er sich hoffentlich. Genau, tut er dir gut oder nicht, Alter, ist ja gut. Gibt er oder nimmt er? Ach, du bist ja klug! Nee, so erwachsen. Das war gerade voll zweideutig eher. Nee, das war nicht zweideutig, Marcel. Bei schwulen Menschen schon. Es gibt nur einen, der gibt und einen, der nimmt. Er hat mich wegen Freikirche, also wegen Gott verlassen. Religion ist ein ganz... gefährlicher Dude. Ein ganz, ganz... sensibles... Thema. Was man nicht... kränken. Was man, wo man aufpassen muss, was man sagt, wenn man sonst eine Hatewelle des Todes kriegt. Auf andere Basis. Soll ich sagen, was ich von Religion halte? Sag, was du. Kann ich das bringen? Ja, das ist gut. Ist das ernst? Ja. Er hat während der Beziehung mit einem anderen Mädchen geschrieben mit Herzen. Was denkst du? Also einerseits denke ich, okay, es sind nur Smileys. Aber andererseits denke ich, warum schreibt sie überhaupt mit anderen Mädchen? Also so, dass sie die ganze Zeit sich hin und her schreiben. So 24-7 die ganze Zeit dieses auf denen kennenlernen und dann vielleicht treffen. Das ist eklig. Warum, was denkst du? So, wenn die sich schon länger kennen, dann ist mir egal. Ja, wenn es eine Freundin ist von dem oder ja, so. Ja, aber wenn die so... Aber wenn sie sich so neu kennengelernt haben und... Also guck mal, eigentlich sind es nur Smileys, aber warum schickt man einem anderen Mädchen Herzen? Weißt du, was ich meine? Eigentlich sind es nur Smileys. Und es ist eigentlich so voll kindisch, dass man dann so denkt, so, warum schickst du dir Herzen? Das kommt voll auf die Situation. Und was das für eine Dings ist. Und was für was ihm Smileys bedeutet. Bedeuten. Ja. Es gibt welche, die spammen die ganze Zeit, Smileys ist egal. Er hat mir was vorgespielt, um Sex mit mir zu haben. Denkt ihr, er wird es jemals ernst, also jemals ernst meinen? Ich glaube schon, ja, dass Menschen, das, also dass die dann so merken, oh, okay. Scheiße. Ja. Was habe ich gemacht? Ja. Ja, die können sich auf jeden Fall ändern. Ja, ich finde es voll krass, wie man aber sich in Menschen täuschen kann und wie krass Menschen was vorspielen können, was die gar nicht sind. Weil das sind manchmal so normale Menschen, denen würde man das niemals zutrauen. Und dann gibt es so Psychos, wo man denkt, Alter, also manche Menschen, die so normal sind, sind so richtige Psychos, die so richtig normal rüberkommen. Ich weiß, was du meinst. Beste Leute, die Kamera ist ausgegangen. Wie lang? Weiß nicht, gerade eben erst irgendwann. Heute ist ganz schlimm. Heute können wir einfach nicht reden. Wir sind auch beide voll müde. Ja, ich mach die Atmung. Die Glocke machen. Nein, ich mach die Atmung. Ihr sollt die Glocke aktivieren, wenn ihr keine Video verpassen wollt. Gehört in der Blanche, bleiben wir scheißen immer. Die Kacke ist am Dampfen, Lächeln auch vergessen, denn Lächeln ist nicht gesund. Kannst du machen? Gehört aus aller Blanche, bleiben wo kacken. Bleibt da, wo die Dampf am Scheißen ist. Wenn nächstes Mal nicht einschaltet, seid ihr anders lost. Tschüss.